Ein Spezialist für Datensicherheit und Cyberangriffe ist uns jetzt zugeschaltet. Frank Rieger, er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs, hat viel zu diesem Thema publiziert. Guten Abend, Herr Rieger. Schönen guten Abend. Teilen Sie die Einschätzung, dass das ein ziemlich dickes Ding war gestern? Es war auf jeden Fall zum ersten Mal ein Angriff, der auf Werkzeugen, die von einem Geheimdienst entwickelt wurden, beruhte. Und der ein so großes Ausmaß erlangt hat. Insofern ist er schon relativ einmalig, ja. Wenn Sie sagen, von einem Geheimdienst entwickelt, dann meinen Sie die NSA, die diese Sicherheitslücke frühzeitig entdeckt hat, aber dann darüber nicht gesprochen, sondern sie erst mal eine Weile selbst benutzt? Jahrelang selbst benutzt. Also was wir da gesehen haben, ist ein Angriff, der ja für einen Geheimdienst entwickelt wurde, für seine Zwecke. Und dann haben die da drauf gesessen und nicht Bescheid gesagt, weil sie dachten, okay, den können wir immer noch gut weiterverwenden, den wollen wir selber benutzen. Es ist in Ordnung, wenn die Welt verwundbar ist, solange sie selbst da eindringen können. Das ist halt so die Philosophie, die da gefolgt sind. Und dann ist das irgendwann außer Kontrolle geraten und Windows musste versuchen zu handeln, Microsoft. Der Angriff ist geleakt worden. Bis heute ist unklar von wem. Es war eine Gruppe namens Shadow Brokers, die offensichtlich einen größeren Teil des NSA-Arsenals in ihre Finger bekommen hat und diese Angriffe daraus publiziert hat. Und dann hat es halt nicht besonders lange gedauert, bis sich Kriminelle vermutlich dieser Werkzeuge bemächtigt haben und sie benutzt haben. Also Sie gehen davon aus, dass das einen kriminellen Hintergrund hat, dass die also tatsächlich Geld erpressen wollten? Das ist ja sogenannte Ransomware. Das heißt also, dieser Exploit, diese Verwundbarkeit wurde verwendet, um Software auf den Computer aufzubringen, die Daten verschlüsselt, sodass man sie nicht mehr verwenden kann. Und dann wollen die Geld dafür haben, dass man seine Daten wiederbekommt. Mhm. Also es ist also richtige Erpressung, elektronische, digitale Erpressung. Könnte nicht vielleicht noch was anderes dahinter stecken, dass man mal ausprobiert, was so geht? Na gut, spekulieren kann man natürlich viel, was da möglich wäre, aber die Zeichen deuten wirklich darauf hin, dass es sich halt um Kriminelle handelt, die diese Werkzeuge in die Finger bekommen haben. Und worüber man eigentlich da reden sollte, ist eigentlich, was gestatten wir unseren Geheimdiensten? Wollen wir denen weiterhin gestatten, dass sie Angriffe entwickeln und geheim halten, die Welt verwundbar bleibt, nur damit sie mal hier und da einen Computer ausspionieren können? Oder wollen wir sie nicht eigentlich lieber dazu verpflichten, zu sagen, okay, wenn ihr was findet, dann müsst ihr doch Bescheid sagen? Der nächste Schritt wäre natürlich, dass dann auch jeder User dann zum Beispiel seine Software entsprechend aktualisiert. Das hat ja offenbar zum Beispiel auch in den britischen Kliniken nicht stattgefunden. Das ist eine total veraltete Software, mit der da gearbeitet wurde. Na, es hat vorwiegend Systeme getroffen, die entweder sehr spezialisiert sind, also wo es schwierig ist, die Software zu updaten, wie zum Beispiel die Anzeigeterminals bei der Bahn in den Bahnhöfen. Mhm. Oder die Terminals bei FedEx, die halt spezialisierte Software fahren. Oder Organisationen, die kein Geld haben, wie zum Beispiel das britische Gesundheitswesen, die halt aus rein finanziellen Gründen noch auf uralten Systemen gearbeitet haben. Glauben Sie, dass die gezielt attackiert wurden? Also zum Beispiel auch das russische Innenministerium, das ja stark betroffen war. Oder hat man da eher nach dem Prinzip gehandelt, man schmeißt mal einen dicken Stein ins Wasser und guckt, wo dann so die Wellenbewegung hingeht oder welche Kreise er zieht? Also ich denke, dass die initialen Aussendungen, also man versucht hat, erstmal möglichst dieses Ding weit zu verbreiten, schon wahrscheinlich gezielt auf Organisationen waren, die ja alte Computer verwenden oder alte Software verwenden. Aber die Verbreitung danach passiert von selber. Also es halt verbreitet sich halt als sogenannter Wurm. Das heißt also ungezielt, sucht automatisch nach den Schwachstellen, verbreitet sich dann im Netzwerk weiter. Das heißt, da wo viele Schwachstellen sind, da schlägt es dann eben auch besonders zu. Genau. Man sieht halt jetzt da, wer halt noch alte Computer stehen. Und kritisch wird es jetzt halt in der nächsten Woche, wenn es sich weiter verbreitet. Und es gibt halt jede Menge solche alten Computer, zum Beispiel in Fertigungsanlagen, die Werkzeugmaschinen kontrollieren, in Laborgeräten, in Industrieanlagen. Da stehen solche alten Windows-Systeme noch häufig rum. Das heißt also, da werden wir dann den eigentlichen Einschlag sehen. Und dann müssen wir uns wirklich überlegen, wie viel wollen wir eigentlich diesen Geheimdiensten angesichts dieser Risiken noch gestatten. Das heißt, das Ding ist jetzt noch nicht gestoppt, sondern das geht noch weiter? Das geht auf jeden Fall noch weiter. Also was bisher passiert ist, ist, dass zufällig ein Aspekt, nämlich der Weiterverbreitung, zufällig gestoppt wurde durch jemand, der ein bisschen cleverer war und einen Pressure-Punkt gefunden hat, um Sachen zu blocken. Aber die Angriffe werden weitergehen. Also diese Lücke ist noch nicht vorbei, bis der letzte Computer gepatcht wurde, auf dem diese Lücke funktioniert. Sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Danke Ihnen für die Expertise und das Gespräch. Gerne.